weiter geht's mit Goalkeeper. Und eigentlich sollte eine andere Folge kommen. Aber ich habe gerade gemerkt, dass das Spiel irgendwie so ein bisschen laggt. Dachte ich, gucke ich mal hoch zum Mob-Farm. Und irgendwas ist hier wieder mal schief gegangen. Aber ich weiß nicht was. Es passiert immer nur, wenn ich weiter weg bin von der Mob-Farm. Wenn ich dann aber hier oben AFK stehe, passiert gar nichts. Egal wie lange. Jetzt ist meine Vermutung, dass vielleicht die Fallen aufhören zu funktionieren, wenn ich zu weit weg bin. Und dass sich die Monster dann einfach so sammeln, dass sie sich dann irgendwie durchbacken oder irgendwas kaputt geht. Aber ich weiß es nicht genau. Ich dachte, ich nehme mal die Gelegenheit, probiere mal das Flammenschild aus. Denn in der Beschreibung steht, fügt allen Feinden in der Nähe 48 Schaden zu, wenn mit dem Schild geblockt wird. Und ich dachte, das probieren wir doch mal, wenn ich lang genug überlebe. Ich stelle mich mal hier hin, mach mal die Wand kaputt. Block mal, aber irgendwie kriegt keiner Schaden. Oh nein. Oh, es leckt. Oh, scheiße, das war keine gute Idee. Aua. Der Effekt vom Schild funktioniert wohl nur bei Nahkampfangriffen. Ich würde mich aber ungern reinstellen eigentlich. Da bin ich wahrscheinlich sofort tot. Ich brauche noch mal ein paar Wände, um hier noch mal ein bisschen dichter zu bauen. Gut, ziehen wir hier noch mal eine Wand. Damit die Monster von oben nicht die ganze Technik und Truhen kaputt machen, die da unten sind. Dann gucken wir mal hier vorsichtig in die Mobfalle rein. Oh shit. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich da jetzt mich reinstelle, dann schlagen die Riesen alles kaputt. Ja, ich weiß nicht. Teste ich das am besten? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich probiere mal kurz was aus. Und zwar werde ich mir hier aus der Larvenfarm Larven mitnehmen. Die werden mir dann hoffentlich unten helfen. Oh shit, das hat die meisten umgebracht. Unten das Effekt von Schild gut zu proppen. Ja, kommt schön brav mit. Okay, irgendwie habe ich schon über die Hälfte verloren auf dem Weg hierhin. Aber egal. Wo ist mein Schild? Hier. Dann testen wir das mal. Oh, die kriegen aber mehr als 45 Schaden. Ich glaube, es waren 185 oder so. Ja, die müssen mich mehr mit Nahkampfangriffen angreifen. Baue ich die Wand einfach ab und stelle mich rein. Ja, komm, egal. Wird vielleicht witzig. Okay, es ist einfach nur noch am Lecken. Ah, ich komme nicht mehr raus. Einfach viel zu viele Fernkämpfer. Oh, oh. Ach, alles wieder kaputt hier. Und dann bin ich tot. Ich kann mich kaum bewegen. Ist einfach nur noch am Lecken. Ich will gar nicht wissen, wie viele erst weiter oben stehen. Meine Rüstung war auch komplett kaputt schon. Naja, das lief nicht allzu gut. Versuchen wir mal einfach alle zu töten. Mit ein bisschen mehr Fernkampf. Alter. Ach, du Scheiße. Zeigt den Wirbelsturm. Ah, sehr gut, dass ein Wirbelsturm gekommen. Ich hab schon mal ein paar getötet. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Grottlinge meine sind und welche von den Gegnern. Es wird aber auch nicht weniger hier drin. Und so viele Strahlen, die hier rumfliegen. Laut. Es hört einfach nicht auf, da kommt immer neue nach. Oh, immer steckt der Fernkampf durch.
Den größten Teil sollten wir geschafft haben. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Ist auch noch ein ganzer Haufen. Meine Rüstung ist wieder kaputt. Zwischen den Mobfarmen alles voll. Ja, hier oben ist auch alles kaputt. Okay, ich glaube, das hier sollten die letzten sein. So. Ich glaube, ich habe jetzt alle getötet. Aber es leckt immer noch. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Wahrscheinlich an den ganzen Items, die hier auf dem Boden liegen. Hatte hier 8 kleine Kisten stehen, die komplett voll waren mit Items. Und hier vorne lang 4 große. Die wahrscheinlich auch mittlerweile komplett voll mit Items waren. Auch wenn das hier so aussieht, als wären noch ein paar Sachen despawned oder so. Weil ich sehe hier weder die Items noch die großen Truhen. Keine großen Truhen im Inventar. Das ist ja blöd, wenn die despawned werden, die Sachen. Jetzt spawn ich schon die nächsten nach. Na gut, immerhin habe ich 255 mechanische Teile, fast 70 Kristallschädelsplitter und 283 antike Edelsteine. Plus noch eine ganze Menge Kram, da hier rumliegt. Dann werde ich mal gucken, dass ich das hier irgendwie wieder repariere. Ich glaube, ich habe alles aufgesammelt, was hier rumlag. Und ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall weniger geworden. Also wir können einmal durchgucken. Hier haben wir die ganzen elektronischen Teile, die kaputt gegangen sind. Dann haben wir hier in diesen Truhen alles, was nicht zur Ausrüstung gehört. Also was mechanische Teile, Kristallschädelsplitter, Statuen und so weiter. Davon haben wir knapp 3 Truhen voll. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die wir noch zerkleinern können. Und das ist auf jeden Fall weniger geworden, würde ich sagen. Da hatte ich vorher schon mehr. Aber das macht nichts, denn davon brauche ich sowieso nichts. Ja, dann werde ich das hier mal, aua, wieder etwas aufbauen, so dass es immerhin wieder ein bisschen funktioniert. Das Gute ist, wir haben jetzt die Gewissheit, die greifen sich auf keinen Fall gegenseitig an, die Kälflinge. Die standen da ja alle zusammen entspannt auf einen Fleck, haben sich nichts getan. Perfekt, und doch mehr als gedacht. Anstrengend. Dabei war ich gerade eigentlich dabei, eine komplett andere Folge aufzunehmen. Aber es hat immer mehr angefangen zu lecken. Da habe ich gedacht, scheiße, vielleicht sollte ich da mal hochgucken. Ja, hier unten sind ja auch Sachen kaputt gegangen. Da berichte ich das auch gleich nochmal. Den ganzen Kram mal wieder aufgebaut. Und diesmal auch sicher. Das heißt, hier kommen die auf jeden Fall nicht raus. Egal, was die machen. Da hier überall so ein Kram drumherum ist. Und wenn die da drin sterben, lassen sie die Items auf der Falle liegen. Und wir können einfach irgendwann einmal durch die Mitte laufen, mit einem Magnetring. Und können alles einsammeln. Es war jetzt nicht mal ganz automatisch. Aber ich glaube, dafür muss ich mir auch nochmal was Neues überlegen. Weil der Aufbau von vorher hat nicht so gut funktioniert. Sie hat schon gut funktioniert, solange man in der Nähe stand. Sobald man zu weit weggeht, weiß nicht, lief das irgendwie außer Kontrolle. Irgendwie leckt das immer noch ein bisschen. Entweder muss ich das Spiel einmal neu starten, damit das aufhört, oder mal zur Holzfarm gucken. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger vergessen. Kann auch gut sein, dass die schon ein bisschen überläuft. Naja, hier liegt schon ein bisschen was rum. Mal sehen, wie viel Holz habe ich im Inventar? 500. Ja, und jetzt noch ein bisschen mehr. Tja, was soll ich mit dem ganzen Holz machen? Alter, die Bretter sind auch fast voll. Oh shit. Ja, falls jemand Holz oder Holzbretter braucht, kann er gerne Bescheid sagen. Ich hätte da so ein paar zu vergeben. So, okay. Dann läuft die jetzt hier auch erstmal weiter. Ohne Probleme. Ich frage mich auch, was hier passiert ist. Wie sind die Pilze da rübergekommen? Aufs Förderband. Habe ich da irgendwie aussehen Pilzbomben platziert? Dass wir da auch drauf spawnen? Aber egal, die machen ja nichts kaputt. Also was die Pilzfarm so abwirft? Ja. 260 Pilze in der Zeit. Ist okay. Dafür, dass sie nur so klein ist hier. Ja, okay. Ich hoffe mal, dass ich die ganze Lex jetzt nach dem Neustart einmal beheben. Also werde ich einmal das Spiel neu starten.
Okay, das Speichern der Welt hat ewig gedauert. Aber ich merke schon gleich, es läuft wieder so wie vorher. Also alles behoben. Perfekt. Gucken wir mal hoch, ob hier oben noch alles in Ordnung ist. Aber eigentlich kann da nichts mehr schief gehen. Oh, wir kommen da nicht mehr raus. Und sterben da drin. Tja. Immerhin haben wir in der Folge gelernt, dass das Design etwas überarbeitet werden muss. Aber egal, die Farm läuft. Ist eigentlich auch noch AFK. Da kann man sich einfach Magnetring anziehen und einmal hier durchlaufen. Und schon hat man alles im Inventar. Hier oben bei der Larvenfarm habe ich genau das gleiche gemacht. Das heißt, wir sind hier von allen Seiten abgesichert. Naja, und damit wir noch ein bisschen Fortschritt in der Folge haben, können wir mal unsere Kristallschädel später zusammensuchen und dann nochmal Madugas besiegen gehen. Vielleicht droppt er ja endlich die Orakelkarte. Wir haben 74 Kristallschädelsplitter. Das heißt, wir können 10 Beschwörungssteine herstellen. Dann mache ich das mal kurz. Gut, dann gehe ich mal kurz sie mal besiegen. So, schon letzter Versuch. Bis jetzt habe ich noch gar nichts bekommen. Und gar nichts. Ich habe einfach kein Glück mit dieser Orakelkarte. So ein Mist. Naja, dann war es aber auch von dieser spontanen Folge. Ich dachte, es wäre witzig, dass, wenn schon mal so ein Fehler passiert, man vielleicht mal die ganzen Monster benutzen kann zum Testen. Hatte leider nicht so gut geklappt, da hier einfach viel zu viele Fernkämpfer waren. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.